Nee, nein, wieso habe ich das jetzt gemacht? Oh oh. Oh, der schießt ja Feuer. Ach, wie süß, der schießt. Oh, nein, nicht sterben. Verdammt. Ich bin noch zu jung zum Stehen. Nein, 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 nein. Nein, das ist aber jetzt nicht euer Ernst, Leute. Okay. Gut, das bedeutet. Das bedeutet, wir müssen dieses Level noch 100 Mal machen. Mindestens, ja? Oder 200 Mal, weiß ich jetzt noch nicht. Naja, gut. Was soll's, was soll's? Vielleicht schaffen wir es ja jetzt auf Anhieb. Hahaha. Sehr witzig, ne? So, zack, zack. Und rein. In der Röhre. Gut. Und hier nach oben. Blume. Komm her. So. Ja, zumindest haben wir einmal schon den Endgegner gesehen, also ist ja auch schon mal was, ne? Nee. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Nee, aber ich kann ja jetzt keine Aufnahmepause machen, denn dann muss ich nächstes Mal, jetzt weiß ich ja doch ungefähr, wie das Level aussieht. Das kann ich sehr ungefähr. Und nächstes Mal muss ich das wieder alles lernen. Ich muss das jetzt durchziehen, das hilft nichts. Das hilft alles nicht. Ja, hilft echt alles noch. Kugel. Schwing. Nein, und ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. So. Gut, den Pilz haben wir. Das bedeutet, wir sind wieder groß. Und ich mache wieder meine Lieblingsstelle. Wieso bin ich jetzt eigentlich bei der letzten Form des Endgegners so nervös geworden? So schwierig wäre die doch gar nicht. Eigentlich. Muss ich schon sagen, äußerst komisch. Sollte eigentlich nicht passieren. Von einem routinierten Profi-Let's Player dürfte das eigentlich nicht passieren. Lalala. Wieso habe ich jetzt diesen Knochen nicht getroffen? Nein, ja, ich muss schon wieder meine Aggressionen an meiner schönen Tastatur auslassen. Tja. Gut. Naja. Wir haben natürlich noch das eine oder andere Speziallevel, soweit ich das in Erinnerung habe, wahrscheinlich übersehen. Da werde ich dann mal, das werde ich dann mal nachholen. So, ja. So. Zack. Gut, jetzt haben wir ja auch die Blume. Die bringt uns zwar nichts. Eigentlich gar nichts, kann man so sagen. Die bringt uns nichts. Weil Gegner sind eh keine da, die ich irgendwie abschießen könnte. Nein! Jetzt bin ich hier rüber gelaufen. Ich habe noch 51 Leben. Mal sehen, ob ich das noch schaffe mit den 51 Leben. Wird schwierig. Irgendwie. Und ich werde mir echt jetzt, glaube ich, nachher ein anderes Let's Play ansehen. Mario Land 2. Wie es so anderen Leuten in diesem Level geht. Gut, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schlecht wie mir. Boah. Das Problem ist... Ja, das Problem ist einfach, dass ich nicht aufpasse. Dass ich immer irgendwelche tollen Sachen mache, die ich eigentlich nicht machen soll. Und dann passieren Sachen, die nicht passieren dürften, aber trotzdem passieren. Und deshalb verliere ich dann Leben und so, ne? So. Okay. Zum Beispiel hier. Ich gehe einfach mal von der
Permalauf-Taste herunter und gehe mal gemütlich. Vielleicht hilft das ja. Nee. Nee, hilft nichts. Ich mach mal still eine Runde. Das mache ich nämlich immer am liebsten, wenn ich hier irgendwo festsitze. Einfach mal Let's Be Silent spielen, ne? Man hört jetzt zwar das tolle Klappern meiner Tastatur, aber naja, weil in Wirklichkeit quatsche ich ja nur permanent, damit ich das Klappern meiner Tastatur übertöne. Das wissen ja die meisten gar nicht. Ich habe so eine Tastatur und kein Joypad, also so ein Gamepad. Das kann ich mir nicht leisten, bin ja zu arm, ne? Aber hier so ein 150-Euro-Mikrofon. Naja, wurscht. Heißt sie immer so schön. Gut. Außerdem so stille Momente sind immer nicht... So stille Momente sind gut zum Schneiden, wollte ich eigentlich sagen. Das könnte sein, dass... Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Egal. Naja. Vorbei an dieser Kugel und wir sehen hier Riesenblumen, die Feuer spucken. Ist das nicht eine Sensation? Jagt die nächste quasi hier auch noch? Nein, es sind sogar zwei Sensationen, die zwei andere jagen. Also in Summe vier Sensationen. Oder so. So. Gut, und wir sind gekonnt ausgewichen, quasi mit den Fußsohlen noch an den Stacheln der Kugel gestreift. Doch, sie konnte uns nichts anhaben, denn wir sind Super Mario. Mit der Blume im Gepäck können wir jetzt Feuerbälle schießen, die alle Gegner, falls doch welche hier wären, erblinden lassen würden. Doch, es sind ja keine hier. Gut. Vielleicht... Okay. Ja, das ist so eine Stelle, man erinnert sich vielleicht zurück an mein anderes Let's Play Commander Keen Episode 3, glaube ich, war das. Da gab es auch so ein Level, das ich 100 Millionen Mal gemacht habe. Und da gab es auch so eine Stelle, da wo ich einfach immer viel zu schnell war. Ich hätte abwarten müssen. Wahrscheinlich muss ich ja auch einfach mal abwarten und irgendeinen Kennpunkt mir finden, wo ich dann abspringen muss, quasi. Dass ich dann richtig und zeitgerecht lande. Sollte es ja geben, ne? Also hoffe ich, dass es sowas gibt. Dass ich mir einfach denke, okay, wenn der eine Lift hier hingefahren ist, dann geht gut und so, ne? Das machen wir jetzt. Da warten wir jetzt kurz ab. So. Und nach oben. Wir halten wieder die Blume. Okay, blöderweise fährt der eine Lift. Könnte mich ja auch einfach ganz nach außen stellen. Ja, 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 ja. Genau so in die Richtung irgendwie. Ich habe jetzt zwar immer noch keine Gemeinsamkeit, ja. Nein! Ich Idiot! Ich musste den ja wieder. Das tut jetzt weh. Wobei es ist egal, es sind ja eh keine Gegner da. So. Wieder die tollen Schädel des Todes. Wieso ist er jetzt nicht höher gesprungen? Ups. Ich habe einen leichten Auszucker jetzt gerade gehabt. Das kann passieren. Manchmal. Tja. Es ist Tag 3799. Wir befinden uns immer noch in der verspukten Villa. Auf der Suche nach dem Bösewicht, der uns die Villa gestohlen hat. Werden wir diesen Bösewicht jemals finden? Wir wissen die Antwort noch nicht. Doch ich hoffe doch inständig, dass wir bald zumindest ein Treffen organisieren können. So.
einem tiefen Kellergeschoss haben wir eine seltsame Blume erhalten. Die Blume verleiht uns magische Kräfte. Wir können damit schießen. Doch worauf sollen wir schießen? Es sind keine Gegner weit und breit. Die Burg scheint leer. Sie ist nur gespickt von bösen Fallen. Seltsamen sich in der Luft bewegenden Plattformen, die uns den Chaos machen wollen. Doch gekonnt überspringen wir die Plattformen. Wir kommen weiter. In die nächsten Räume. Böse Hände kommen von oben herunter und wollen uns vernichten. Eine hat es beinahe geschafft. Doch wir hatten noch das magische Power-Up der Blume in uns, das uns für kurze Zeit unverwundbar machte. Doch manche Sprünge in Lavabecken enden eben tödlich. Ja. So, wir machen noch bis 45 Leben, ja. Also das probieren wir, diesen Versuch noch und den nächsten noch. Und wenn es dann nicht klappt, dann mache ich ein Päuschen, weil das bringt so nichts. Bringt wirklich nichts. Das bringt nur Frust und Trauer in das Let's Play, in das ach so schöne. Aber zumindest kommen wir jetzt schon weiter, ne? Das ist ja das Gute. Und das, da habe ich eben die Angst, wenn ich jetzt eine Pause mache, dass es dann quasi, ja, dass ich dann nächstes Mal wieder von ganz von vorne mit dem Skill auf quasi anfangen muss. Ne? So, mehr oder weniger. Gut. Weil jetzt mittlerweile geht es ja doch schon etwas besser, das Ganze. Bis auf diese Stelle, die ist immer noch schrecklich. Aber sie geht besser. Oh, und ich habe sogar die böse Bodenplatte übersprungen. Welch ein Glück. Ja, wunderbar. Gut. Jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Naja, eigentlich kann schon noch viel schief gehen. Noch sehr viel. Ich will es nicht verschreien. Und noch eine Blume. Wobei mir hier eine Mittelstange echt lieber wäre. Das wundert mich echt, dass es hier keine Mittelstange gibt. Wieso ist das so? Weil das ist ja wirklich, das ist echt... Das ganze Spiel ist, muss ich sagen, relativ einfach. Nur dieses Level ist nicht einfach. Und dann gibt es nicht mal sowas wie eine Mittelstange. Ja. Achso, das geht sich hier so auch aus. Na dann. Brauche ich mir ja gar nichts denken. So, hier habe ich jetzt ein kleines Problem, weil die muss ich jetzt wirklich so machen. Nicht so wie vorher mit dem Stern. Ach ja, aber halten Gott sei Dank nur zwei Treffer aus. Na gut. Okay, aber das bedeutet nichts. Ich werde ja trotzdem sterben. Ich sehe das schon kommen. Nein. Na toll. Na toll. Genau das habe ich gemeint. Letzter Versuch. Ich darf das jetzt nicht als letzten Versuch enden lassen. Ich habe jetzt den Skill. Ich bin jetzt zweimal fast bis... Also einmal bin ich bis zum Endgegner gekommen. Das zweite Mal fast. Das darf ich jetzt nicht hier nicht enden lassen. Ich werde das jetzt weitermachen, bis wir den Endgegner besiegt haben oder null Leben haben. Ja, so machen wir das. Ja. Genau, und wir lassen uns hier klein machen, weil was würden wir denn auch sonst machen die ganze Zeit? Ne? Schieß! Gut, wir machen bis 40. 40, ja. 40 ist okay. So. Und das war wirklich, das war mit Sicherheit so, die Entwickler haben sich gedacht, so, jetzt haben wir ein Spiel, das ist relativ... Oh, das war jetzt nicht los. Es ist relativ einfach, ne? Wir haben aber in dem Spiel so ein Glücksspiel, wo man quasi 100 Leben gewinnen kann in nur einer Runde oder 50 Leben oder was das war. Und da haben es... Na toll. Da haben sie sich gedacht, okay, dann tun wir einfach ins letzte Level jetzt was ganz was Schwieriges rein, weil... Damit man zumindest die Leben irgendwann mal braucht. Ich denke mir, wenn jetzt so kleinere... Also klein...
unerfahrenere Spieler, ja, dieses Spiel spielen, die denken sich, oh, das ist so ein schönes Spiel, das geht so schön bis zum letzten Level, haben die Spaß dran und dann kommen sie hier hin und die werden verzweifeln. Die werden wahrscheinlich nicht mal hier über die erste Ebene rüberkommen, da bin ich mir ziemlich sicher.